Ich möchte euch ganz herzlich da begrüßen zu unserer Einweihung. Es ist ja eine zweite Einweihung. Man hat das schon mal eingeweiht 1938, aber ein bisschen anders. Und ich habe festgestellt, dass zum Glück durch Sigmund Stankiewicz einmal verrückt ist worden und die Mauer da oben hat zumauern 1999. Sonst hätten wir heute keinen so schönen neuen Kirchenweg. Wenn wir den alten hätten, dann hätten wir den bis heute. Und Leute haben immer gesagt, ja, seit ewig haben wir den Kirchenweg gehabt. Und plötzlich nimmt man uns den weg 1999. Dabei ist er ja nur 1938 oder 1939 eröffnet worden. Und jetzt muss ich genau studieren, wie der Name geht von deinem Grossvater Alfred Alexander Ludwig Armand von Ernst. Stimmt's? Ja. Also noch einmal. Der Alfred Alexander Ludwig Armand von Ernst hat damals das Schloss übernommen und dann Mitleid mit den Leuten von der Gemeinde, die über die Straße laufen mussten, früher unter dem Schutz vom Dorfpolizist. Und er hat dann irgendwann gefunden, er könnte es nicht mehr leisten, es sei zu viel. Und hat dann eben gesagt, den Überweg zur Kirche muss man aufheben. Und dann hat er Armand von Ernst erbarmen gehabt und hat den Weg machen lassen. Allerdings nicht auf ewig, sondern auf ein begrenztes Wegrecht, wie es so schön heisst, was der Walter Tutt hat herausgefunden. Und jetzt haben wir nach langen, grossen Diskussionen und Arbeiten, hat man dann schließlich den Weg wieder können machen. Und zwar so, dass man von der Kirchgemeinde her hat gesagt, wir wollen den Weg so, dass Rollator, Rollstuhl, Kinderwagen problemlos rein kann und problemlos zur Kirche kann. Und jetzt sind wir da und dürfen den Weg endlich offiziell eröffnen. Und gestern war ja noch schön, haben sie den Installationsplatz von der ganzen Baustelle endgültig weggeräumt. Und da bin ich froh, das ist gut. Und ich werde jetzt begrüßen. Zuallererst Anna Stankiewicz, die heute im Schloss wohnt und für das Schloss zuständig ist und wo sehr viel hat investiert, dass das geht mit dem Weg. Dann möchte ich begrüßen unseren Gemeindepräsidenten Thomas Hanke, der mit der Gemeinde viel Geld und Zeit und so investiert hat. Und der Thomas Hanke ist da mit seinem Mitarbeiter Thomas Marti von der Bauverwaltung. Und dann haben wir von der Kirchgemeinde den Walter Tutt. Und ich möchte euch bitten, dass ihr jetzt da vorkommt, in die Nähe von dem Loch, das da jetzt wieder offen ist, in der Mauer. So. Und dann, wenn ihr redet, würde ich euch bitten, da in diese Ecke zu kommen, damit es nachher schön auf die Kamera kommt, weil wir am 7. sind wir ja nur noch wenige Leute. Und dann könnt ihr wenigstens das Video nachher mal einmal schauen. Also. Der Walter Tutt, Präsident von der Kirchgemeinde Muri-Gümligen, wird begleitet von Hans Staufer, Bauchef von der Kirchgemeinde, Leiter Ressort Bau von der Kirchgemeinde Muri-Gümligen. Und dann habe ich mich sehr gefreut, dass der Maurice Hartenbach, der Ingenieur, der sehr viel hat investiert an Denken und Konstruieren und Machen und Tun, dass er da ist und uns nachher noch etwas ganz Tolles kann erzählen über die Mauer, wo man da wieder gemacht hat. Das habe ich gerade vorhin erst erfahren. Das finde ich super, dass man das hat. Dass man alt ist, der nein, ich verrate es nicht. Das erzählst du nachher, Maurice. Also, dann werde ich als erstes der Anna das Wort geben, ganz kurz da zu begrüßen, bevor wir dann das Band durchschneiden. So, ja. Merci Christoph. Liebe Anwesende, ich kann auf Französisch sagen, tout est bien, qui finit bien, alles Ende gut, alles gut. Ich bin froh, dass wir das Kapitel mit Kirchenweg jetzt haben können, so befriedigend abschließen und bedanke mich bei allen Projektmitarbeitern für die gute Zusammenarbeit und hoffe, dass alle von der Gemeinde und Kirchengemeinde Freude haben an diesem neuen Weg. Merci vielmals. Dann gibst du es weiter. Ja, auch von meiner Seite her herzlich willkommen. Es gibt so ein Bonmot, gut Ding will Weile haben. Und das Bonmot darf man für das jetzt abgeschlossene Projekt mit Fug und Recht anwenden.
zumal auch jetzt das vorliegende Resultat überzeugt. Das Projekt Sanierung Schloss zur Kirchenmauer mit ergänzendem Bau vom neuen Weg ab dem Sternenplatz bis zur Kirche, mit der Neugestaltung der Wegführung von der Kirche entlang dem Friedhof, hat sich durch eine sehr hohe Komplexität ausgezeichnet. 5 Player: die Schlossbesitzer, die Kirchengemeinde, die politische Gemeinde, die kantonale Baudirektion und auch der archäologische Dienst haben sich in einem aufwendigen Verfahren müssen finden und einen gemeinsamen Nenner erarbeiten. Das ist gelungen, auch wenn sich aus der Projektentwicklung heraus wegen Projektergänzungen und wegen der teureren Sandsteinbeschaffung Mehrkosten ergeben haben. Es ist in meinen Augen noch gelungen, während der Bauphase die Hindernisse für den motorisierten Verkehr auf der Thunstrasse auf ein sehr erträgliches Mass zu reduzieren. Kann man zum Glück schneiden. Wenn wir jetzt auf die Thunstrasse rausblicken, dürfen wir auch feststellen, dass die Sicherheit für die Velofahrer, sofern sie sich dann an die Verkehrsregeln halten, erheblich hat verbessert. Die Kirche Muri, auch wenn sie neben der Straße steht, steht sie doch für viel, mitten im Dorf, kann jetzt von zwei Seiten und hindernisfrei erreicht werden. Kirche, Friedhofbesucher, Spaziergänger, Verkehrsteilnehmer, alle dürfen sich an der neuen Lösung freuen. Und ich möchte dazu allen Beteiligten, namentlich auch der Schlossherrin, herzlich für ihren Beitrag, den sie dazu geleistet haben, danken. Merci vielmals. Ja, werte Anwesende, die grösste Gewinnerin, wenn man so sagen will, ist natürlich die Kirchgemeinde, respektive sind die, die den Weg in die Kirche finden. Vor allem, wenn sie da von Norden herkommen, ist es jetzt deutlich einfacher und deutlich sicherer. Man kann fahren, man kann rollen über die Piste fast gar. So einen tollen Weg haben wir ja noch nie gehabt. Nicht, dass ich den Alten vernötigen möchte, aber so wie der war er ganz sicher nicht. Also, grosse Freude bei allen hier. Mein Dank geht an alle, die mitgearbeitet haben, vor den Kulissen. Sie sind genannt worden, hinter den Kulissen. Ganz sicher auch ganzen Haufen. Wir hoffen, der Weg wird benutzt. Der Weg, respektive die Mauer, bleibt so jungfräulich, wie sie jetzt noch ist. Nach den Interventionen, die es leider auch schon gebraucht hat. Also, es ist ein toller Tag. Wir sind nur glücklich, dass wir das Resultat geschafft haben zusammen. Also, liebe Anwesende, Bauherren, die hier anwesend sind, ich als Gesamtleiter von dieser ganzen interdisziplinären Arbeit, die wir machen müssen, der Thomas hat schon gesagt, sehr viel Bauherren wie Amtsstellen, besonders Archäologische Dienst, wo wir im Projekt bei uns hatten und hat schwere Auflagen gegeben. Es war für uns ein sehr spannendes Projekt. Es hat in der Corona-Zeit natürlich auch den Vorteil gehabt von uns, dass es weniger Verkehr hatte, darum konnten wir schneller bauen. Ein Plus von dieser Corona-Pandemie. Weiter möchte ich da noch etwas erwähnen, was ich glaube sehr wichtig ist. Wir haben zusammen mit der Denkmalpflege können erwirken, dass wir die alten Sandsteinblöcke, die 60x60x60 Durchmesser hatten, haben nicht müssen dem Unternehmer unterlassen, dass er die für den Strassenbau verwendet, sondern wir können 60% von diesen bestehenden Sandsteinquader wiederverwenden, haben die zurückgenommen, haben 25 cm dicke Platten rausgeschnitten und haben die wieder versetzen an dieser Sandsteinverkleidung. Also man sieht es, für die, die ein genaues Auge haben, die Farbe ist etwas unterschiedlich in der Helligkeit und da kann man erkennen, dass man viel von diesen Elementen wieder brauchen konnte. Das ist im Sinn von Nachhaltigkeit sicher ganz richtig gewesen. Da möchte ich auch bei Denkmalpflege ganz merci sagen, dass sie das mitgemacht haben. Super, so jetzt ging es an den offiziellen Akt, weil der Hans tut nachher dann einen Toast aussprechen, wenn ihr es geschafft mit den Scherinnen.
So. Also, jetzt müsst ihr so schön anstehen, dass es eben nachher miteinander geht. Ihr müsst alle miteinander dran. Geht mal dran, dass man sieht, dass ihr mit der Schere parat seid. So. Und jetzt muss ich gerade schauen, dass es da richtig ist, weil das gibt es nur einmal. Und Schnitt. Du hast am 7. noch mal die Chance. Also, Anna und Walter sind ja am 7. noch einmal da und jetzt das nächste Bändchen verschneiden. Ich übe ein bisschen. Du übst ein bisschen. So, und jetzt kommt der Hans. Jetzt kommt der Hans mit dem Toast. Und da seid ihr herzlich auch eingeladen. Und nachher können wir den Spazierweg noch machen. Ja, also. Der Toast. Glas Wein. Aber können wir nicht vorher mit dem Spaziergang machen? Du solltest gehen? Ja. Erst nur gut. Aber das geht ja schnell. Ja. So. Also. Nein, ja. Dass der Kittel nicht da ist. Also, die sollen doch nachher mit ihren Gläsern gerade den Weg darauf laufen. Ist das gut? Ja, weil man kann auch Gläser lassen. Gut. Ist gut. Also. Ist gut. Also, ganz schnell, weil... Eigentlich kann ich auch mit den Gläsern laufen. Ja, ja. Ganz schnell der Toast, weil die Medienschaffenden müssen arbeiten. Ich bin froh, dass der Stefan Künzi gekommen ist, dass er sich Zeit hat genommen. Genau. Ergreifen. Hans beweit. Ja, ja. Nein, ich brauche jetzt gar keinen, ich muss arbeiten. Ich muss schon. Ja, so. Ich habe nicht Ski geschenkt, ich schon trotzdem. Genau. Also, so. Hans. Also, nach dem anstrengenden Akt, den jetzt gehabt ich kann mit dieser Schneiderei, die nicht alles gearbeitet hat, ist es höchste Zeit, dass wir in diesem wunderschönen Spätsommerabend auf diesen schönen Weg anstoßen. Ich muss danken allen, die dabei sind. So, und jetzt mit dem Applaus. Ist das so? Viele Ecken wie? Ja, das ist mir zu riskant. Ich gehe gerade weg. Also, da vorne ist noch besser. So, jetzt geschwind Stopp. So, jetzt gehe ich weg, ist gut. Können wir zurückkommen? Ja, so. So. Das ist meine Krankenkasse. Du, Brian. So, gut. Ist gut. Jawohl, jetzt kommen wir wieder rüber. Ich war die erste Idee. Ja, ja, genau. So. Es ist wahnsinnig. Also, es ist irrsinnig schön. Ja, aber recht gut, recht schlecht. Ja, gell? Hier ein Leute.
So. Danke. Danke für Schauspieler. Ja. Gut, ja. So. Der Christoph. Ja. Das ist etwas für den Krieg, oder? Was? Der Weg war zugemauert. Wo ist der zugemauert? Also, der Weg ist da oben zugemauert. Aber dort war ein Tor, oder nicht? Das ist eben zugemauert worden. Ganz oben ist ein Tor, aber nachher da. Im Prinzip, weißt du was, ich zeig's dir gerade, dann gehen wir geschwind. Illegalerweise. Nein, das ist absolut kein Problem.